Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier aus Djerba. Ich nehme euch heute mal mit für so einen ganzen Tag von morgens bis abends. Ihr habt es gesehen, es ging schon mit dem Aufstehen los. Viel zu früh, wenn ihr mich fragt. Aber dafür ist es hier morgens einfach super schön auf der Dachterrasse. Ihr seht schon an meinen Augen, ich muss sie zukneifen. Die Sonne brennt wie Sau, aber richtig geil, gerade im September. Der Plan für heute ist, kiten, noch mehr kiten. Kurzer Ausflug in die Stadt und danach, ihr ratet schon, noch mehr kiten. Also ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Video und let's go. So, aber bevor es zum Strand geht, jetzt erstmal Frühstück. So, der Plan ist, jetzt schön zum Spot zu fahren. Windforecast sieht sehr, sehr gut aus für den Vormittag. Und genau, nach der Kite-Session lecker was essen in der Inselhauptstadt in Homzug. So, wir sind angekommen am Spot und der Wind sieht wie eigentlich jeden Tag perfekt aus. Ich würde schätzen 15, 16 Knoten, perfekt für ein 14er. Ja, ich habe ein bisschen frei heute Vormittag, das heißt, wir gehen für eine kleine Freeride-Session raus. Ich würde mal den 14er XS aufbauen und dann geht's ab. Ich bin schon richtig hyped mal wieder. Mit den Schülern wird natürlich wie jeden Tag ein kleiner Spot-Check gemacht. Einmal abgecheckt, wie viel Wind ist, welche Windrichtung haben wir, gibt es irgendwelche Besonderheiten heute. Die Ziele des Tages abgesteckt und dann kann es auch schon losgehen. Aber da hören wir mal eben rein. Knoten haben wir jetzt gerade ungefähr, würdet ihr schätzen? 15. 15, was sagst du, Janis? 15 bis 20 in dem plus minus 5. 15 bis 20 plus minus 5. Okay. In den Böden vielleicht mehr, in den Windlöchern weniger. Also hier bei auflandigem Wind, hat er jetzt schon die letzten Tage immer mitgekriegt, kann man es nicht 100% hier abschätzen, weil wir vor den Hütten stehen. Ne, das heißt, draußen ist tendenziell mehr Wind, als was wir hier jetzt spüren. 15 plus haben wir auf jeden Fall. Ne? Wir haben schön White Caps, also die sich kräuselnden Wellen, die man sehen kann. Und ihr seht, es sind jetzt auch gerade aktuell noch kleinere Kites unterwegs, ja, 8er, 10er, 12er so in dem Dreh. Forecast sieht so aus, dass der Wind jetzt so langsam ein bisschen runtergeht, was wir sagen. Kite ist aufgebaut, Wind ist an, ist aber ein Ticken runtergegangen. Das ist aber der perfekte Moment, damit ich mal unser Leichtwindbrett von Elevators Ignition testen kann. Die Schüler sind sicher rausgebracht und das heißt für mich jetzt ab auf den 14er XS. Ein bisschen Freeride und ich zeige euch mal den Spot. Mal gucken, wie viel wir vom Spot abfahren können, denn der ist wirklich riesig. So, ich schnapp mir ein Trapez und wir sehen uns auf dem Wasser. Sind wir auch schon am absoluten Traumspot. Ihr seht, ich wiederhole mich, ich kann es wirklich nicht beschreiben. Es ist so geil, es ist badewannenwarm. Das Wasser, umso weiter es abläuft, umso mehr glassy wird es. Bei Low Tide kann man sich wirklich drin spiegeln. Und der Wind ist super für ein 14er. Richtig geil, wir schauen jetzt von Flo bei ein paar Tricks zu. Und dann gehen wir noch eine Runde Freeriden. Woo! Woo!
man sagen, der Wind stirbt. Es wird Zeit für was zu essen und eine kleine Pause. So, die Session ist vorüber. Es war mega geil draußen, perfektes Flachwasser. Aber bei der Hitze und der Sonne bekommt man auch schnell mal ein bisschen Hunger. Also geht's jetzt ab in die Stadt. Ein bisschen Essen fassen und ein kaltes Getränk finden. Mal gucken, was hier so geht. Ja, Freunde, was ein Tag. So viele Eindrücke, so viel passiert und ich muss sagen, die Stadt gerade war nochmal ein richtiges Highlight für mich. Es ist einfach eine ganz andere Kultur und überhaupt nicht dieses Scamhafte und dieses Touristische, sondern super schönes Handwerk, super viele nette, herzensgute Menschen, die hier rumlaufen und wirklich eine richtig coole Stadt. Ich konnte leider nicht ganz so viel einfangen an Aufnahmen, weil ich hatte nur mein kleines Objektiv dabei. Aber ich hoffe, ich konnte euch trotzdem Eindruck geben. Und jetzt sind wir zurück im Haus. Ich chill hier gerade auf der Dachterrasse und wir machen uns jetzt hier gleich noch einen richtig schönen Abend. Trinken ein Bierchen und schauen den Sonnenuntergang an. Und damit möchte ich auch den Tag hier heute beenden. Ich hoffe, ich hatte euch einen guten Eindruck davon gegeben, wie so ein typischer Tag auf Djerba aussehen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, hinterlasst gerne ein Like, ein Abo und kommt gerne selber nach Djerba. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und genießt mit uns zusammen den Sonnenuntergang.